Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, allerdings diesmal sehr, sehr saisonale Dinge, schwierig auszusprechen. Dinge, die einfach zur Jahreszeit passen, Herbstpieces, Winterpieces. Keine Schuhe dabei, ich habe diesmal einfach keine Schuhe, ich weiß nicht, einfach nicht drauf geachtet, nicht drauf speziell nachgesucht. Ich gucke mal durch und wenn ich ein paar Pieces zusammen habe, dann höre ich auch auf zu suchen. Ich meine, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus alles durchsuchen. Ich suche einfach Sachen heraus, die mir gut gefallen oder die ich teilweise auch gesehen habe. Deswegen, da kommen gleich gute Empfehlungen und ich will gar nicht lange drum rumschnacken. Wir fangen einfach mal an mit den Pieces. So Leute, hier sind wir bei Piece Nummer 1 und Piece Nummer 1 habe ich mir sogar jetzt am Wochenende selber gekauft und zwar war ich in Düsseldorf bei Mango Man drin, den es noch gar nicht allzu lange gibt in Düsseldorf, musste ich für mich auch selber ein bisschen mehr oder weniger entdecken, sehr sehr geil, sehr sehr positiv und da habe ich diese Mütze gesehen und ich kann euch sagen, ich bin ja ein riesen Fan von so Fischer Beanies, aber ich werde auch immer wieder gefragt, hey, wo kriegt man coole Fischer Beanies und ich kann euch sagen, die es da gerade gibt, die ist wirklich sehr nice, sie kratzt nicht, sie sitzt gut, von Materialien sehr geil. Und Preis-Leistung passt auch. Ich habe ca. 12 Euro bezahlt. Online kostet die 20 Euro, paar Euro günstiger im Shop bezahlt. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Ob ich noch irgendwelche Bonuspunkte habe oder was auch immer mir an der Kasse irgendwie abgezogen wurde. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen weniger bezahlt vor Ort. Und ich habe sie mir sogar jetzt noch zweimal online bestellt. Einmal in schwarz. Ich habe sie sogar hier. Schwarz und in grau. Und es gibt sie sogar in 4 Colorways. In grau. In so einem Rostbraun bzw. Orange, geht so mehr so wirklich Richtung Rost, Schwarz und in Beige. Ja. Sehr, sehr nice, kann ich jedem nur empfehlen. Wer sowas sucht, wer einen coolen Beanie sucht, den gibt es gerade bei Mango Man. Und wie gesagt, er kratzt nicht, das ist das Ganze wichtig bei solchen Pieces. Die Sachen dürfen einfach nicht kratzen auf dem Kopf, dann fühlt ihr euch nach kürzester Zeit einfach unwohl und ihr tragt die Mütze nicht gerne. Deswegen, dicke Empfehlung, Piece Nummer 1 bei Mango. So, dann kommen wir zu Piece Nummer 2 und Piece Nummer 2 ist ein V-Neck-Pullover, den ich bei Ami Paris gesehen habe, aber wie ihr seht, der Preis spricht Bände. Es gibt den zwei Colorways, mir gefällt der schwarze hier. Jetzt zur Jahreszeit auf jeden Fall deutlich besser. Hier ist nochmal der graue. Wenn die Seite öffnen würde, würde ich euch den gerne zeigen. Egal, wir lassen das einfach. Den gibt es auf jeden Fall in zwei Colorways, einmal in grau und einmal in schwarz. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von dem schwarzen, aber wie ihr auch schon seht, 420 Euro, richtig krass. Allerdings könnt ihr auch sicher sein, bei dem Ami Paris Pullover Fitting und Materialien wird auf jeden Fall on fleek sein. Die nehmen immer sehr schwere Stoffe, es wirkt immer sehr hochwertig und vom Schnitt her haben die es auf jeden Fall auch drauf, sehr, ich sage mal, moderne Schnitte zu liefern. Ein bisschen Detailing ist auch mit drin, die haben hier noch so ein bisschen was eingestickt. Ist jetzt nicht ganz so meins, aber wem es gefällt, sehr cool. Der kostet allerdings 420 Euro und deswegen habe ich eine Alternative, die natürlich nicht ganz so extrem modern ist, allerdings auch nur 50 Euro kostet. Auch die habe ich am Wochenende gesehen, die gibt es von Mango Man, auch, die gab es auch im Store, da habe ich gesehen auf so einer Puppe. Sehr cool, fühlt sich sehr gut an, kratzt auch der kratzt nicht. Natürlich ist der nicht ganz so modern geschnitten wie der von Ami Paris und hat auch nicht dieses Detailing mit drin. Und die Materialien werden auf jeden Fall auch nicht das gleiche sein. Allerdings 50 Euro und wer so einen Pullover mit so einem ausgeschnittenen V sucht, V-Neck-Pullover, kann das auf jeden Fall abchecken. Ich habe mir im Sommer mal einen weißen gekauft, auch den werde ich mir mal anschauen, finde ich sehr nice, deswegen, den gibt es bei Mango Man, checkt das auf jeden Fall ab. Alle Links, wie immer, unten in der Infobox. So, und dann kommen wir zum letzten Piece, was ich da gesehen habe, und das ist Mantel, auch den habe ich auf einer Puppe gesehen, und ich will hier gar keinen, hey, ich war jetzt einmal mal Mango Man drin, dies, das, jenes, aber ich kann euch sagen, ich habe mich einfach live davon überzeugt und kann euch sagen, die Sachen sind echt nice und vor allen Dingen Preis-Leistung passt. Deswegen, mir gefällt sogar der beige sogar noch ein bisschen besser und den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Die hatten den leider nicht mehr in meiner Größe, der war vor Ort nur noch in S verfügbar, meine Größe ist eigentlich M. Ich werde mir den auf jeden Fall mal bestellen und mal testen und auch auf jeden Fall euch das wissen lassen. Mal so demnächst wieder so ein latest Pickup-Video euch zeigen, was ich mir zuletzt alles gegönnt habe. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Piece, was ich gerade vor Ort da habe und wir das einfach mal zusammen durchgehen. Ob ich das dann behalte oder nicht, ist eine andere Sache. Aber generell, das kommt immer darauf an. Ich würde jetzt nicht extra nur Pieces fürs Video bestellen, um euch die zu zeigen, sondern das
muss dann einfach zeittechnisch zusammenpassen. Und der Mantel hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und deswegen kann ich euch sagen, dicke Empfehlung, wer den Beige nicht feiert, weil die letzten Jahre ist das Thema Beige ja schon so ein bisschen ausgelutscht. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt gerade aktuell nicht mehr so das Gefühl dafür, dass ich sowas nicht tragen würde. Ich hatte mal einen sehr, sehr coolen Beige von Calvin Klein, allerdings ist der so ein bisschen abhanden gekommen. Ist eine längere Story, ist auch scheißegal. Deswegen mal gucken, ob ich mir den zulege. Anschauen werde ich mir den auf jeden Fall vor Ort auf jeden Fall. Deswegen checkt das gerne ab. Beige oder in Schwarz, Mango Man, sehr cooler, sehr, sehr cooler Mantel auf jeden Fall. So Leute, dann kommen wir zum Thema Teddyjacken. Und Teddyjacken ist natürlich für die Jahreszeit so aktuell, vom abgesehen von Trends etc., auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Piece, was man haben kann. Wir fangen auf jeden Fall auch mit dem günstigsten Piece, was ich rausgesucht habe, an. Und zwar, das ist eine Teddyjacke, die mir, ich glaube sogar, als Werbung vorgeschlagen wurde und die ich mir auch schon live angeguckt habe, die auf jeden Fall nice ist. Allerdings habe ich sie nicht behalten, weil sie mir vom Schnitt nicht ganz hundertprozentig zugesagt hat und der Colorway sah in echt mehr so Richtung Khaki aus. Hier wirkt er schon sehr bräunlich, in echt war der mehr Khaki-lastig und die gibt es für 30 Euro bei H&M. Finde ich eine sehr, sehr coole Jacke. Wie gesagt, für mich hat das Ganze nicht gepasst, weil größentechnisch bzw. schnitttechnisch das nicht so meinen Vorstellungen entsprochen hat und vor allen Dingen die Farbe. Ich wollte mir eigentlich sowas in Braun kaufen, weil ich bin gerade ein riesiger Fan von Brauntönen. Wirklich extrem. Ich suche braune Sachen überall. Beige, braun, so in die Richtung. Und ich habe mir jetzt auch so eine Puffer-Weste geholt von Braun bei Asos. Die müsste jetzt auch die Tage ankommen. Ich hoffe natürlich, dass sie sehr nice ist. Allerdings versprechen kann ich das nicht. Wenn, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Und ja, auf jeden Fall, die habe ich mir bestellt. Ist eine coole Jacke. Hat mir im Prinzip nicht hundertprozentig zugesagt. Trotzdem kann ich sie euch empfehlen. Die gibt es für 29 Euro bei H&M. So, dann gibt es eine Alternative und zwar, eigentlich geht es um die beige und zwar, die habe ich bei COS Stores gesehen. Ist auch eine Untermarke von H&M, COS, sehr nice, hat so ein bisschen mehr so die modernere Richtung, ein bisschen moderner geschnitten, auch wesentlich hochwertige auf jeden Fall Materialien und der hier, die in beige, gefällt mir sehr gut. In dem Fall hat man hier so, also ist so typisch, man hat Taschen vorne, hier sind so Kletttaschen, hier sind Reißverschlüsse. Die haben aber trotzdem in etwa immer das gleiche, ja, diesen gleichen Stil. Zwei Taschen vorne drauf, Teddy-Material. Ist eine coole Jacke, allerdings gefällt mir bei der hier sehr gut. Sie ist ein bisschen crop geschnitten. Sie hat einen sehr, sehr coolen Schnitt. Und da muss ich sagen, echt nice. 100 Euro ist natürlich auch eine Stange Geld für so eine, ich sag mal, Übergangs- beziehungsweise nicht so, ja, auf jeden Fall diese übertriebene Jacke, ist auf jeden Fall trotzdem gut und das ist jetzt keine Jacke, denn das ist ja nur so ein Überhang, finde ich auf jeden Fall nice, hat auf jeden Fall was und der Beige-Ton wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig, die gibt es für 100 Euro bei COS, allerdings auch noch in dunkelgrün, grün wäre jetzt nicht ganz so mein Fall, das ist so mehr für mich so Richtung Frühling, allerdings wer sowas feiert und dem Stil technisch auf jeden Fall sowas sucht, die gibt es für knapp 100 Euro bei COS. So, und dann habe ich noch eine letzte Variante, die ist von Arkit und das ist mehr so Richtung Shirling-Jacke, mehr so ein, wirklich schon eine Jacke, die es allerdings auch in zwei Colorways gibt, in so einem Blauton, ja, dunkelblau und in einem Schwarzton. In Schwarz gefällt sie mir auf jeden Fall deutlich besser und wirkt sehr, sehr hochwertig, hat so ein bisschen mehr Stand und sowas alles, auf jeden Fall mehr Richtung Jacke als nur dieses, ich sag mal, dieses, ja, wie soll man das erklären, Übergangsding, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch die hat wieder zwei Taschen vorne, Reißverschluss etc. Aber wie gesagt, man sieht das schon, wie das Ganze sitzt, wie das Ganze fittet. Ist auf jeden Fall dicker und auf jeden Fall eine Jacke und die kostet allerdings auch 125 Euro. Und die kriegt ihr bei Arkit, auch die Links findet ihr unten in der Infobox. So, und dann haben wir etwas, was ich in meiner Insta-Story gezeigt habe und mir darauf auch viele Leute geschrieben haben und ich dachte mir, hey, da suche ich auf jeden Fall mal ein paar Varianten raus. Ich habe meine von Luisa Viroma und das ist genau diese sandfarbene Teddy Sherpa, diese Daunenjacke, die es von The North Face gerade gibt, die fast überall ausverkauft ist. Und es gibt noch ein paar Pieces bei Luisa Viroma in zwei Colorways. Allerdings suchen die meisten den sandfarbenen Ton und die Jacke ist auf jeden Fall krass. Hält übertrieben waren, wirklich sehr, sehr dick. Man merkt, dass da sehr hochwertige Daunenfedern mit drin sind und sowas alles. Und dazu noch die Combo, die so gerade so ein bisschen den Zahn der Zeit der letzten Jahre trägt.
dieses Fließmaterial bzw. Teddy-Material außen drumherum. Auf jeden Fall eine sehr geile Idee, finde ich persönlich. Und die gibt es gerade in mehreren Colorways auf verschiedenen Webseiten. Hier in dem Fall noch in diesem Blau-Blau-Ton, dunkelblau und in diesem Sandton. Die kriegt ihr beide noch, beide Größen, also beide Varianten auch vereinzelt noch auf der Seite, auf Luisa Via Roma. Allerdings gab es die auch bei Zalando und auch da kriegt ihr noch zwei Colorways, die Khaki und die blaue. Die beige ist da komplett ausverkauft. Die findet ihr zum Beispiel nur noch woanders im Internet oder halt hier direkt über den Link Luisa Verona Via Roma. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, dass euer Link noch bzw. eure Größe noch am Start ist. Checkt das einfach ab, es ist das, was ich anbieten kann. Ich habe mein Bestes getan. Auf jeden Fall eine sehr coole Jacke und diese Napse-Jacke von The North Face ist sowieso eine legendäre Jacke. Sehr, sehr geile Passform, sehr coole Jacke und ja, auf jeden Fall sehr nice. So Leute, und dann kommen wir zum Thema Strickpullover. Und Strickpullover ist ja auch gerade so ein bisschen der Zahn der Zeit und ich habe jetzt hier mal einfach einen rausgesucht und zwar, der mir einfach gut gefallen hat, weil der Colorway ist on fleek. Der Fit sieht sehr nice aus. Man kann sicher sein, der Pullover ist auf jeden Fall hochwertig und ihr könnt immer Geld sparen. 150 Euro anstatt 200 Euro ist auf jeden Fall eine Ansage. 25% in etwa Rabatt. Finde ich auf jeden Fall nice. Weltweiter Expressversand. Auch krass. Und zwar, ich habe euch das schon mal in vielen Videos erklärt. Bei vielen Leuten unter dem Radar, ihr guckt, die meisten gucken mal bei Farfetch, dies, das, jenes. Etalist, glaubt es mir, ihr kriegt da Designer-Pieces und die Seite ist 100% legit, hat ein bisschen was auch mit der Gruppe da zu tun, mit der Farfetch-Gruppe. Ich kann euch nicht genau Zusammenhang dahinter erklären, auf jeden Fall kann ich euch sagen, die Seite ist 100% legit, checkt das ab. Und wenn wir hier einfach mal auf Sweater gehen, ihr habt hier alles Mögliche und sogar Designer-Sachen, die von dieser Saison sind, die reduziert sind, jetzt schon, die normalerweise erst nach Weihnachten reduziert werden oder jetzt zu Black Friday zum Beispiel, kriegt ihr die Sachen hier jetzt schon reduziert. Off-White, Marni, was nicht alles gibt, diese ganzen Designer-Sachen, Palm Angels, wirklich, ihr habt hier 7000 Pullover drin. Ihr könnt das natürlich auch nach Kategorien und Designer und sowas eingrenzen, aber die Seite ist einfach nur krass. Und wenn ihr gerade so ein bisschen Geld sparen wollt und so einen schönen, wirklich so ein schönes Highlight-Piece, einen schönen Strickpullover sucht, checkt die Seite Italist hat. Wirklich eine dicke Empfehlung. Ich habe da nichts von, ich habe gar nichts davon. Das ist einfach nur eine Empfehlung, die ich an euch weitergebe, wo ihr einen Vorteil rausziehen könnt für euch selber. Deswegen, ich kann euch sagen, sehr nice Seite. Checkt es ab. So, und dann kommen wir zum guter Letzt. So, und dann kommen wir zu guter Letzt nochmal zu einem sehr klassischen Piece und das ist ein Anzug. Und zwar, ihr wisst es, ich liebe dunkelblaue Anzüge und ja, ist auf jeden Fall so mein Ding. Ja, das ganze Anzugthema ist nicht jedermanns Sache. Allerdings, ich feiere nicht die Richtung. Ich finde, das hat immer was ganz, ganz... Ich finde, wenn man einen Anzug anzieht und der Anzug sitzt wirklich gut, man fühlt sich wohl, hat man immer so ein bisschen, ich weiß nicht, so wie so ein Superhelden-Effekt. Man wirkt einfach anders, es fühlt sich einfach besonders an. Und das kennt man, wenn man auf Hochzeiten geht oder Familienfeiern, wo man sich so ein bisschen schicker macht. Wenn ihr da einen schönen Anzug habt, glaubt's mir, es macht auf jeden Fall was her. Dieses Ganze, klar könnt ihr auch von Zara etc. Und da ist nichts gegen zu sagen, außer dass das Ganze vielleicht nicht ganz so hochwertig gemacht ist. Wer sowas feiert, Gottes Willen, wer jetzt sagt, hey, ich habe keinen Bock, hunderte Euro für einen Anzug auszugeben, no front, ganz ehrlich, macht das auf jeden Fall nicht. Ihr müsst das nicht machen. Allerdings, wer sowas sucht, der Anzug, der hier gerade für knapp 370 Euro gibt, und das ist ein kompletter Anzug, das heißt Sakko und Hose, den gibt es gerade bei Suit Supply, ist sehr, sehr nice. Und ich sage euch jetzt genau, warum. Erstes Mal, es gibt den exklusiv nur online. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Thema für sich. Dann habt ihr größentechnisch, und das habt ihr nicht bei vielen Marken, allerdings Suit Supply, die natürlich extrem auf Anzüge spezialisiert sind, haben sich da auf jeden Fall, haben sich da auf jeden Fall was einfallen lassen. Und das sind Zwischengrößen. Man hat die normale 48, die normale 50, 52 etc. Und dann gibt es kurze Varianten und lange Varianten. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie jetzt jemand, der extrem groß ist, hat aber einen schmalen Oberkörper, allerdings ist er sehr groß und der muss normalerweise immer große Größen nehmen, um dass das Ganze ausgefüllt ist. In dem Fall gibt es eine lange Variante von dem Anzug. Hier seht ihr zum Beispiel die 98.
Das heißt, es ist eine 50 von dem Oberkörper her. Allerdings ist der Anzug von den Ärmeln und von der Länge einfach einen Ticken länger geschnitten. Und das ist sehr, sehr nice bei Suitsfly. Genau das gleiche. Bei mir ist das so, ich habe jetzt keinen übertrieben kurzen Oberkörper, aber ich habe einen, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das erklären? Ich lasse meine Anzüge einfach immer ein bisschen kürzen. Das heißt, von den Ärmeln her. Und vor allen Dingen, wenn ich dann so eine Größe wie eine 25, 24 nehme, in dem Dreh, bewege ich mich immer, dann habe ich den Vorteil, dass der von der Ärmellänge direkt optimal ist und vor allen Dingen auch von der Länge des Sakkos auf jeden Fall sehr gut ist. Also bei mir passt das noch. Es wirkt nicht zu kurz, es wirkt nicht zu lang und das ist wirklich ein riesiger Vorteil. Man kann sich die Kosten von dem Schneider für den Anzug auf jeden Fall sparen, deswegen eine dicke Empfehlung. So, und was finde ich an dem Anzug jetzt auf jeden Fall sehr nice? Es ist ein Baumwollstoff, aber ihr habt hier wie so einen Peach-Effekt, wie so ein, ja, wie soll man das erklären? Wie so ein leicht aufgerautes, samtigen Effekt, den man auch dann sieht, wenn man darüber streicht. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Allerdings auch wirklich ein Winteranzug, weil er ein bisschen dicker sein wird. Ja, wirkt auf jeden Fall sehr nice und er hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte, hey, ich zeige euch mal einen Khaki-Anzug oder andere Farben. Aber nein, der Anzug, als ich ihn gesehen habe, hat es mir direkt angetan. Und ich dachte, hey, den nehme ich einfach mal mit in den Favorite Piece der Woche. Und den kriegt ihr bei Suitsfly. Deswegen checkt das ab. Alle Links, wie immer, unten in der Infobox. So, Leute. Und das war's wieder mit meinen Favorite Piece der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich werde das demnächst nochmal ein bisschen aufarbeiten, indem ich dann verschiedene Kategorien reingehe. Einfach mal in das Thema Jacken reingehe nochmal. Oder Boots oder was weiß ich. Accessoires etc. Ich guck mal, dass ich das Ganze auch mal mit diesen Favorite Pieces mehr so in eine Richtung drücke. Ich finde das Format trotzdem mal sehr nice. Ich habe auch ein positives Feedback von euch bekommen, worüber ich mich sehr freue. Jedes Feedback, was ich bekomme, freue ich mich extrem drüber, weil ich mache mir die Mühe, ich suche die Sachen raus, ich durchsuche verschiedene Shops etc. und versuche euch da nur was zu bieten, wovon ich persönlich gar nichts habe. Ich habe davon nichts. Ich verdiene nichts über die Links, ich verdiene nichts über Sonstiges. Ich gucke einfach nur, dass ich euch was bieten kann und euch ein bisschen was aufzeigen kann und euch das Leben ein bisschen leichter mache. Und das ist der Grund dahinter. Deswegen lasst gerne ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ich wünsche euch noch was. Ciao.